So, herzlich willkommen zum letzten Video für 2020 auf unserem YouTube-Channel. Und zwar bekommt ihr, wie letztes Jahr auch schon, natürlich nochmal eine kleine Jahreszusammenfassung. Ist ja irgendwie mittlerweile schon Standard bzw. Ritual. Finde ich persönlich auch immer cool. Jahresende, Silvester, nochmal einmal kurz, was haben wir in diesem Jahr erreicht? Was wollen wir nächstes Jahr erreichen? Normalerweise würden wir jetzt mit den Projekten anfangen. Ich glaube aber, dass wir so viel über die Projekte schon geredet haben, dass wir das gar nicht unbedingt müssen. Deswegen fangen wir mal wieder mit ein paar harten Fakten an. Sehr gut. Ich habe nämlich ein bisschen was rausgeschrieben. Bin gespannt. Ich würde jetzt eigentlich sagen, schätz mal. Dann würden sich Joni und Marius wieder brutal aufregen, weil ich das öfter mal sage. Deswegen fange ich einfach mal anders an. Also, der allererste Punkt ist, wir haben tatsächlich in dem ganzen Jahr nicht einen Videotermin ausgelassen. Das heißt, wir haben komplett durchgezogen. Dienstag, Donnerstag, Sonntag immer ein Video gebracht. Das heißt, in Summe haben wir 2020 nur für unseren Channel 152 Videos produziert. Glaubt man gar nicht, dass das so viel ist dann doch, ne? Genau. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, in einem Jahr 152 Videos mit 152 mal coolen Content, weil ich muss wirklich ehrlich sagen, wenn ich jetzt selber sagen müsste, was das schlechteste Video ist, müsste ich erstmal drüber nachdenken. Weil wir sind eigentlich immer noch motiviert, keine schlechten Videos zu bringen, dann lassen wir es eher weg. Mir fällt es aber auch gerade nicht ein. Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, schlechteste Video? Ich kann es wirklich nicht sagen. Schlechteste Video? Hätte ich mich darauf vorbereiten müssen, weiß ich nicht. Ja, aber so aus dem Bauch raus, es war wirklich nichts zwischen, wo ich wirklich sagen würde, also falsch, wenn wir sowas ja mal haben, dann sagen wir direkt, nach dem Dreh, boah, das war jetzt schwierig, das war jetzt irgendwie nicht so cool, aber eigentlich planen wir das im Voraus schon immer so, dass alles cool wird. Ja. Und das trotz Corona ja, wo es halt relativ wenig Events, relativ wenig Firmenbesuche und so weiter gab. Ne? Ja. Also war schon gut. Weiter geht's. Wir sind in das Jahr gestartet mit 206.000 Abonnenten und mit ganz viel Glück, wenn dieses Video online ist, sollten wir tatsächlich dieses Jahr noch die 300.000 voll machen. Das wäre doch schön. Das war auch so mein Ziel, war ein relativ hoch angesetztes Ziel, weil 100.000 Abonnenten im Jahr nachzulegen, in dem Fall 94.000, war schon wirklich in dem Fall harte Arbeit, weil Abonnenten zu bekommen ist Fleißarbeit, das ist Content liefern, das ist am Ball bleiben und das wird aber am Ende immer, also der Fleiß hat immer am Ende einen Preis. Und somit haben wir jetzt gerade zu diesem Moment hoffentlich die 300.000 voll gemacht. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Das heißt 94.000 Abos dieses Jahr mehr. Was im Schnitt durch 12 pro Monat fast 8.000 sind. Mhm. Auch eigentlich schon gar nicht so schlecht, ne? Waren jetzt ein paar stärkere Monate Anfang des Jahres dabei, wo wir angefangen haben, Limo wieder aufzubauen. Dann wurde es ein bisschen schwächer und jetzt zum Jahresende haben wir wieder nachgelegt, ne? Ja. So, jetzt kommen aber die Zahlen, die viel, viel krasser sind. Zum Zeitpunkt 1.1.2020. haben wir auf dem Channel in Summe 30 Millionen Aufrufe gehabt. Die haben wir in anderthalb Jahren erzeugt. In dem Jahr 2020 haben wir 35 Millionen Aufrufe nachgelegt. Das heißt, wir sind jetzt bei 65 Millionen Aufrufe. Das heißt, wir haben 40% mehr Aufrufe als im Vorjahr generiert. Auch nicht schlecht. Mhm. 35 Millionen Aufrufe. Ist jetzt für YouTube nicht klein, jetzt aber auch nicht exorbitant riesig. Sind also im Schnitt so mit 3 Millionen Aufrufe pro Monat. Da gibt es andere, die erzeugen das X-fache. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Der wird euch jetzt wirklich wegballern. In diesen 35 Millionen Aufrufen haben wir 532 Millionen Minuten Watchtime erzeugt. Das heißt, wie viel? In diesem einen Jahr wurden unsere Videos 532 Millionen Minuten angeguckt. Das sind 50% mehr als im Vorjahr. Das heißt, es wurde vom Inhalt her auch noch länger geguckt. Mhm. 532 Millionen Minuten klingt jetzt erstmal, mein Lieblingswort, exorbitant viel. Aber man kann es noch krasser runterrechnen. Das sind 8,7 Millionen Stunden. Das sind 363.000 Tage. Und das wiederum sind 995 Jahre. Das heißt, das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden hinsetzen würden, der all die ganze Zeit, wo ich sehr dankbar für bin, die ihr geopfert habt, um diese Videos zu gucken, am Stück ablaufen lassen würde, würde der ab heute 995 Minuten Video gucken müssen. 995 Jahre Video gucken, ne? Oh. Oh, ich hab ihn gerannt, sorry. Da leider einen Platz setzen. So, 995 Jahre Watchtime, die wir an technischen Content in den Deutsch, man muss immer dazu sagen,
unsere Videos sind ja nur auf Deutsch, das heißt nur für den deutschsprachigen Raum, der sehr klein ist. Ja. Also da kann man wirklich, das ist eine Zahl, da kann man auf jeden Fall stolz drauf sein. Das sind Zahlen, die kann man auch leider im Internet nicht nachlesen. Die kann man nur selber veröffentlichen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Schnitt im Autobereich ungefähr ein Fünftel davon ist. Echt? Ja. Also im Schnitt wird im Autobereich ein Video so um die 6 bis 7 Minuten geguckt. Mhm. Also ein Aufruf sind 6 bis 7 Minuten. Das heißt, da sind wir wirklich brutal weit vorne. Und das ist erst der Anfang. Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall genau da wieder ansetzen. Werden bei 3 Videos die Woche bleiben. Mehr wäre Quatsch. Irgendwas fiept der jetzt auch an. Ich sag kein Fiep, mich hier in Summen. So, genau da werden wir nächstes Jahr auch weitermachen. Wir bleiben bei 3 Videos die Woche, werden die Videos aber weiterhin genauso lang machen und werden euch genauso krassen, langen, technischen Content liefern. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir dieses Jahr noch so geschafft haben. Das wird jetzt allerdings eher Maxis Part sein. Okay. Du bist jetzt auch fast ein Jahr bei uns. Mhm. Wir haben es tatsächlich dieses Jahr geschafft, 2 Online-Shops zu launchen. Ja. Der erste war alos-fashion.de. Da blenden wir jetzt auf jeden Fall einmal noch mal kurz den Trailer für damals ein. Das war nämlich so Maxis erstes Video, sage ich jetzt einfach mal. Ein erstes größere Projekt. Genau, erstes größere Projekt. Das blende ich in dem Fall auf jeden Fall jetzt noch mal ein. Das war so Shop Nummer 1. Trailer läuft, lief schon, läuft jetzt? Trailer läuft jetzt. Extrem cool, hat definitiv richtig Qualität reingebracht, muss man einfach mal so sagen. Ja, wobei ich, wenn ich den jetzt angucke, denke ich mir halt auch, Also man hat schon sich noch auf jeden Fall entwickelt. Entwickelt, okay, aber war trotzdem, es war ja auch für uns damals unser erster, ich sag jetzt mal Klamottenporn, so würde ich das jetzt mal formulieren, ja. War auf jeden Fall cool. Shop, kann man auch so sagen, sieht geil aus. Ihr könnt ja jetzt nochmal alle draufklicken und selber es nochmal einmal begutachten, alos-fashion.de. Glaube ich, definitiv haben wir einen rausgehauen, der definitiv gut ist. Ne? Ja, finde ich auch. So, dann ging das Ganze aber weiter. Dann nächster Shop gebaut, alos-care.de. Ja. Alos Care Line, unsere Pflegemittellinie. Jetzt muss man dazu sagen, sowohl Fashion als auch Care gab es schon vorher. Also es ist jetzt nicht so, dass wir erst jetzt angefangen haben mit den Produkten, sondern das Sortiment stand schon. Wir haben nur neue Online-Shops dafür gemacht. So, also hausintern auch komplett abgewickelt mit maxi-alos-care.de. Ähnlich, aber dann doch komplett anders. Ja. Jetzt überlege ich gerade, haben wir für den Launch da auch ein Video gehabt, was wir jetzt gerade einblenden können? Nicht, dass ich wüsste. So, auf jeden Fall Pflegemittel, extrem hochwertig, made in Germany, an der Stelle nochmal. alos-care.de finde ich auch brutal optisch, also finde ich wirklich extrem krass gut gelungen mit diesen ganzen Mockups. Ihr werdet sehen, wir haben keine Produktfotos, sondern das sind, wie sagt man in der technischen Sprache dazu, animierte Fotos, künstliche Fotos. An sich sind es 3D-Renderings, die dann zu Smart-Objekten umgewandelt sind, dass man halt... Verstehe. dass wir einfach nur unsere Etiketten einfügen können, aber halt komplett selbst gebaut alles. So, ja, das finde ich extrem cool. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit an den ganzen Sachen dahinter stecken, weil jeder von euch weiß selber, Online-Shop bauen. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an meinen kleinen Bruder Jonathan, der leider auch nicht so oft, wie ihr mitbekommt, vor die Kamera will. Der ist aber ganz viel im Background tätig und hat unter anderem diese beiden Shops begleitet, die ganzen Artikel passend bearbeitet, angelegt, gepflegt und so weiter. Ne? Ja. So, das sind auch eigentlich schon mal, muss man wirklich mal sagen, 2 Big Points, die man in so einem Jahr erstmal stemmen muss. Jetzt kommt der 3. Shop. alos.de. Wir machen unsere 10 Jahre existierende Seite neu. Vielleicht gewähren wir euch dann auch mal einen Blick hinter die Kulissen, wenn das Ganze online geht. Müsst ihr euch allerdings noch ein bisschen gedulden. Ich würde mal sagen Januar, Februar so grob. Ne? Ja, das kann man anfangen. Januar, Februar kommt der ursprüngliche alos.de Shop dann nochmal neu. Dann kriegt ihr auch mal eine Roomtour hier und so weiter. Freue ich mich am meisten drauf, weil wir haben immer so ein bisschen hier das Problem, in unserem Gebäude zu filmen, weil das alles noch ziemlich wüst ist. Das ist zwar riesig, über 3000 Quadratmeter, allerdings ist da ziemlich viel noch im Bau bzw. Umbau und deswegen freue ich mich persönlich am meisten. Anfang nächsten Jahres werden unsere neuen Bürotrakte fertig sein. Das heißt, wir bauen in die Halle ein Büro rein und dann haben wir auch endlich mal die Möglichkeit am Schreibtisch, wo wir eigentlich den ganzen Tag sitzen, mal zu filmen. Entspannter auf jeden Fall. Und müssen uns nicht mehr in der Werkstatt setzen und so weiter. Ja.
Das ist auf jeden Fall das, wo ich mich am meisten Anfang 2021 drauf freue. Achso, dann haben wir dazu natürlich noch jede Menge Klamotten-Design gelauncht, Events vorbereitet etc. Jetzt müssen wir auf jeden Fall noch einmal kurz den Passion-Trailer einblenden. Mhm. Warst du am Ende nicht ganz so mit zufrieden? Ja, war halt zeitlich bedingt einfach. War auch, genau das ist bei uns immer ein Punkt, wir haben leider immer nur so 2-3 Tage Zeit und nicht 2-3 Monate Zeit. Und dafür muss ich sagen, war es wirklich Brett, so diese Emotionen, wenn wir so mit den Autos da so auf dem Bilzer Berg hochgefahren sind. Mhm. War schon geil. Ich würde sagen, den blenden wir auch nochmal kurz ein. Könnt ihr euch auch einfach nochmal kurz reinziehen. Being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. We are competing to win. And the main motivation to all of us is to compete for a victory. So, jetzt nächster Punkt, Events. Letztes Jahr konnte ich über Events, glaube ich, eine halbe Stunde reden. Dieses Jahr ist das ein bisschen weniger. Sind eingegrenzter. Finde ich auch ein bisschen schade, weil wir sind so als Team so der Event-Typ. Ja, das war halt dieses Jahr auf jeden Fall deutlich, deutlich weniger. Heißt, anders formuliert, Anfang des Jahres Bremer Klassikmesse haben wir noch. Die hat noch stattgefunden. Extrem cool gewesen. Ganz andere Leute, alle viel, viel älter und alles ein bisschen gesitteter. Das heißt nicht so Essen, Motorshow, Musik, Licht auf die Fresse und so weiter, sondern eher ein bisschen zurückhaltender, aber dafür umso detaillierter. Also es waren wirklich extrem viele Leute da, die sich dann auch für die Technik und den Input extrem interessiert haben und sich das angeguckt haben, was wir da gemacht haben. Ja, da stand ja auch dann die neue Limo-Karosse. Genau, Marius Golf und Limo-Karosse standen da. Ja. Ein paar Wochen später die KTL-beschichtete Karosse in Stuttgart auf der Retro Classics Messe. Auch extrem beeindruckend. Baden-Württemberg, die Schwaben, ganz anderes Volk für sich, nicht negativ gemeint, aber halt einfach Schwaben. Wären wir auch sehr gerne nächstes Jahr wieder bei der Messe dabei, mal gucken, ob sie stattfindet. Dann wäre unser Highlight definitiv dieses Jahr gewesen, Wörthersee PS Days Essen Motor Show. Wäre auch für Maxi, glaube ich, nochmal komplettes Neuland gewesen. Naja, also noch gar nicht so wirklich gut Essen Motor Show als Besucher halt ganz normal immer da gewesen. So. Aber ich glaube, das ist dann nochmal was anderes hinter den Kulissen quasi. René wird jetzt schmunzeln, wenn er das Video... Oh,
sieht, weil der kennt uns auf Events schon, der kennt das Pensum schon. Letztes Jahr Essen Motorshow 2019 war es ja tatsächlich so, jeden Tag ein Video gemacht. Mhm. Das heißt, tagsüber gefilmt, am nächsten Morgen konnte René im Hotel zum Glück seinen Bademantel anlassen und hat morgens schnell das Video fertig geschnitten, damit es dann abends wieder online war. Ne? So. Also war schon gutes Pensum, was wir da immer geschoben haben. Aber können wir dieses Jahr einfach nicht ändern, können wir einfach einen Haken hintermachen, Events nicht stattgefunden, somit... Boah, können wir einfach nur hoffen, dass das nächstes Jahr inklusive PS-Days halt stattfindet und dann voll auf die Fresse, würde ich mal sagen. Ne? So, jetzt können wir nochmal einmal kurz auf Thematik Projekte eingehen, wobei ihr sie eigentlich kennt. Nur um mal so einen Überblick zu geben, was wir eigentlich alles geschafft haben dieses Jahr. Jetzt muss ich selber erstmal überlegen. Wir fangen mal an, welchem Projekt fangen wir an? Fangen wir mit den kleineren an. Achso, okay, das ist jetzt ein größeres Projekt. egal, wir fangen trotzdem mit Marios Golf an. In dem Fall... Ich sage jetzt mal vorsichtig, begleiten wir ja dieses Fahrzeug. Das ist Marios Golf. Er entscheidet, was gemacht wird. Wir sind aber so krass auf dem gleichen Nenner, dass wenn ich eine Idee habe oder er, sagt der andere erstmal, nee, ist doof. Zwei Tage später wird es eh umgesetzt. So, und so muss man einfach auch bei diesem Auto dazu sagen, auch wenn wenig Events waren, innerhalb von einem Jahr wurde die gesamte Technik neu gebaut. Das heißt, Turbolader, Krümmer, Motor, Steuergerät, für mich das erste Steuergerät, was ich einmal selber abstimme, EMU Black, haben wirklich brutal viel an diesem Auto gemacht, haben eigentlich nur ein einziges Ziel gehabt, das waren die 300 km/h, haben die 300 km/h geschafft. Da gibt es auch einen kleinen Trailer, den wir bestimmt jetzt gerade kurz einbinden können. Alter. Das ist, ey, fuck, egal, trotzdem geil. Zeig mal. Philipp denkt, der kann er sich ins Büro stellen, aber gibt's nicht, stell ich mir nach Hause. Haben 300 km/h geschafft, das war Ziel Nummer 1, hätten jetzt gerne noch mal 1000 PS am Rad, wichtig immer am Rad gedrückt. Dafür war dann leider der Turbolader jetzt am Ende zu klein. Das heißt, da geht es jetzt demnächst auch wieder krass weiter, weil wenn ich so nach links gucke, sehe ich schon wieder, dass an dem Auto relativ viel zerlegt ist. So, waren aber definitiv brutal Stunden, die da reingegangen sind. Zu kurz gekommen dieses Jahr ist leider, ich muss mir das jetzt hier aufschreiben, welche Projekte wir abgehakt haben, sonst komme ich da am Ende durcheinander. So, dann haben wir den Oma Golf. Der ist leider dieses Jahr zu kurz gekommen, weil wir da letztes Jahr umso viel mehr Zeit investiert haben. Das heißt, Oma Golf hat einen komplett neuen Motor bekommen, hat ein Upgrade-Turbo bekommen, hat ein neues Kraftstoffsystem bekommen, hat neue Antriebswellen bekommen, neue Kupplung bekommen und. Läuft auch schon, hat auch schon übel Leistung gedrückt. Videomäßig würden wir das Ganze allerdings auf dem Grip-Channel veröffentlichen, weil wir ja damals auch das Auto für den Channel gebaut haben. Und das haben wir leider nicht mehr geschafft. Jetzt ist das Wetter zu schlecht. Das heißt, Anfang des Jahres wird es da auf jeden Fall weitergehen. Das heißt, da ist auch einiges passiert. Das Auto ist jetzt wirklich eine Waffe, so viel kann ich schon mal sagen. Steht jetzt aber einfach zusammengebaut und wirklich, man kann einfach sagen, fertig in der Garage und wartet drauf, dass es rausgeholt und verfilmt wird. Dann Thema Expo. Expo dieses Jahr eigentlich gar nichts gemacht. Erste Rennstreckenerfahrung gesammelt, Auto, auf dem man extrem gut lernen kann, weil hat halt einfach gar nichts. Keine ABS, keine ESP, keine Servolenkung, kein Bremskraftverstärker, null.
Dementsprechend mussten wir auf dem Auto erstmal lernen, wie man es schneller macht. Rennfahrwerk verbaut, Spoiler verbaut, hinten ganz wichtig wegen Anpressdruck. Bremse vorne hinten verändert, also heißt einfach nur die Paarung aus Scheiben und Belägen. Und noch ein paar Kleinigkeiten in Bezug auf Sturz, Spur und so weiter. So dass das Auto jetzt, wir sind eine Minute 55 auf dem Bilzer Berg gefahren, ja. Das ist schon richtig, richtig schnell. Ein bisschen was geht da noch in Richtung 1,50, 52, so wird man mit frischen Reifen und so weiter gehen. Das heißt, das Auto steht erstmal einfach nur in der Garage und kann jederzeit auf der Rennstrecke genutzt werden. Da kommt jetzt nämlich ein Punkt, ich weiß nicht, ob ich es verraten darf, mache ich jetzt aber einfach. Late Night nächstes Jahr auf dem Lausitzring. Mhm. Da soll es tatsächlich ein kleines Sprintrennen geben. Also richtig mal so mit Start und so weiter. Das wäre halt so ein typisches Ziel, wo ich mein Auto gerne mitfahren würde. Ja. Da ist bei SAR leider immer noch der Motor, liegt nicht an SAR, ist meine Schuld, war einfach nicht in meinem Fokus, war mir noch nicht sicher, wie das Projekt am Ende enden soll. Deswegen ist der Motor, der in Richtung 400-500 PS geht, einfach noch bei SAR. Über den Winter werden wir den auf jeden Fall fertig machen. Wann, wie, wo der ins Auto reinkommt, ist eine andere Sache. Habe ich ein bisschen den Fokus dran verloren, weil man die Leistung einfach als Anfänger gar nicht braucht auf der Rennstrecke. Auf gar keinen Fall. So, und somit das dann erstmal hinten angestellt war, weil diese 300 PS, die er jetzt hat mit diesem coolen Ansprechverhalten, sind eigentlich... Ja, der ist schon extrem fies. So, jetzt muss ich gerade überlegen, RS4B7 war letztes Jahr, ne, wo wir den umgebaut haben. Ne? Also dieses Jahr war noch Fahrwerksrevision und Bilzer Berg auf jeden Fall. Genau. Genau, das heißt B7 eigentlich nichts gemacht, nur ein bisschen rumgeschippert. Ja. Nur ein bisschen Bilzer Berg. So, jetzt kommen wir zu, wo wir beim Thema Bilzer Berg sind, Mammutprojekt Abarth. Ja. Ist mal wieder vollkommen eskaliert, beziehungsweise fängt jetzt erst an so richtig zu eskalieren. Muss ich allerdings persönlich sagen, mein Favoritenprojekt für dieses Jahr, weil ich da am meisten Spaß hatte und am meisten gefordert wurde. Das heißt, dieses Rennstrecke fahren, viele von euch werden sich da nicht reinversetzen können, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte gedacht, die Reichweite mit Rennstrecke ist mehr. Wenn ich jetzt aber so drüber nachdenke, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, dass vielleicht jeder Hundertste schon mal auf der Rennstrecke gefahren ist. Das heißt, das eigentliche Feeling, wie das auf so einer Rennstrecke ist und so weiter, kommt halt noch nicht so rüber. An der Stelle aber nochmal vielen, vielen, vielen Dank an den Bilzer Berg, dass ihr mir diese Chance gibt, dort nicht nur zu fahren, sondern wie ihr mittlerweile gesehen habt, wir konnten das Gelände jetzt auch schon öfter nutzen zum Videos drehen. Mega Kulisse immer. Ja. Danke, danke, danke für diese Möglichkeit in 2020, weiß ich wirklich zu schätzen. Einfach brutal. Ist auch auf meiner Highlight-Liste tatsächlich ganz oben gewesen. Bilzer Berg. Bilzer Berg allgemein. Nicht irgendein bestimmtes Video oder sowas, sondern Bilzer Berg allgemein. Generell, ne? So, jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, dass, also es wird besser. Die Abarth-Videos haben so mit 50.000 Aufrufen angefangen, sind mittlerweile schon im Bereich 80.000. Ich glaube, das ist aber alles erst der Anfang. Also ihr könnt darauf vertrauen, das Ganze wird nächstes Jahr, das wird definitiv ein Brett. Das heißt, es geht jetzt ins Volle. Ins Volle heißt nicht, wir bauen ein Rennauto, sondern wir lassen das Ganze immer noch so einigermaßen straßentauglich. Aber es geht in Richtung 300 PS. Krasse Bremse, Käfig, bisschen Carbon kommt zufälligerweise zum Einsatz. Optisch wird das Ganze noch verändert. Und mein persönliches Ziel für 2021 ist, dass ich mit diesem Auto auf dem Bilzer Berg auf GT3 Niveau fahre. Das ist eine Ansage. Egal, wem ich das erzählt habe, sie halten es alle nicht für möglich. Also sie glauben nicht dran. Das heißt, wir reden von einer Zeit von einer Minute 50 bis 53, irgendwie so in dem Bereich. Ich bin der Meinung, es geht. Hab mich da nämlich auch wieder, ich bin ja immer so ein Analyse-Experte, hab da mir über ein Tool ein bisschen die X-Bo, die B7 und die Abarth-Zeiten angeguckt und sehe da, dass zwischen Abarth und... Ist das eigentlich mit dem Stift hier die ganze Zeit schlimm vom Fokus her? Nee, ist in Ordnung. Okay, okay. Zwischen X-Bo und Abarth sind alleine 7 Sekunden Rundenzeit nur auf der Geraden. Das heißt, wenn ich Eingangspunkt gerade, Ausgangspunkt gerade nehme, inklusive Bremsweg, weil wenn du schneller bist, musst du logischerweise auch früher bremsen, sind da trotzdem noch auf der ganzen Strecke 7 Sekunden Differenz. Brutal viel, hätte ich selber nicht gedacht. Das heißt, der Abarth, so wie er jetzt am Ende gefahren ist, ohne Rennfahrwerk, wir waren mit dem Rennfahrwerk noch gar nicht auf der Strecke, ja, war von den G-Kräften in der Kurve her schon richtig, richtig gut. Es hat nur halt noch Leistung, Traktion und so weiter gefehlt. Das heißt, wir sind gefahren 2 Minuten 6, ohne Rennfahrwerk etc. Der X-Bo ist jetzt ja bekanntermaßen auf der Geraden auch kein Rennauto. Der ist von 100 bis 150 noch schnell. Ab 150 kommt dann halt Aerodynamik, der hat ja um die 200 Kilo Anpressdruck bei 200. Da fährt er dann wie gegen eine Wand. Das heißt, ich bin der Meinung, wenn der Abarth so 300 PS hat, wird der 100, 200,
10 Sekunden fahren, würde ich jetzt mal so tippen. Das heißt, wir sind da von der Beschleunigung her sogar vor dem X-Bow. Ja. Das heißt, selbst wenn der außer Kurve raus traktionsmäßig mit Frontantrieb erstmal einen Nachteil hat, glaube ich, dass wir, wie gesagt, auf der Geraden schon mal 7 Sekunden finden. Plus nochmal hier und da und jenes und so weiter. Ja, allein wenn wir diese 7 Sekunden schon haben, dann sind wir schon bei... Theoretisch 1,58, ja. 59. Da ist jetzt noch nicht eingerechnet Rennfahrwerk und so weiter. Ja. Jetzt ist natürlich, muss man auch sagen, zwischen 1,58 und 1,50, 53 sind Welten. Ja, klar. Als Beispiel Daniel Abt, GT2 RS 1,52 gefahren, ne? Mhm. Mit Leistung satt. Deswegen werden wir auch noch ein paar andere also für diese Zeit werden wir uns auf jeden Fall leider nochmal die Radreifenkombination angucken müssen. Das wird ein bisschen größer werden müssen, ein bisschen breiter werden müssen. Ich habe auch da ein paar extrem coole Sachen in Sachen Fahrzeugelektronik vor. Ich habe da so ein paar Ideen mit Ladedruckregelung, dass man das sowohl gangabhängig als auch mit Lenkwinkel und so weiter. Also da kommen wirklich krasse Sachen, die ich glaube, die am Ende es richtig, richtig, richtig interessant machen. Es fehlt, glaube ich, einfach nur aktuell noch der Vergleich zu handelsüblichen Autos. Ja. So, ne? Also da noch ein bisschen Geduld. Ich freue mich trotzdem, dass ihr die Videos jetzt schon feiert. Ganz viele Kommentare sind immer wieder Abarth-Videoreihe mega geil. Da wird auf jeden Fall noch brutal was kommt. Auch komplett neue Sachen, wo man jetzt gerade noch gar nicht dran denkt. Lambo. So, Lambo-Thematik bin ich sehr, sehr froh an dieser Stelle. Andi, Subi Performance, dass du dich dem Motor angenommen hast und es mit dem Motor jetzt massiv vorangegangen ist. Das heißt, der Motor ist jetzt gebuchst und wir warten eigentlich nur noch drauf, dass einmal der Kurbeltrieb gewuchtet wird und dann kann auch der Lambo-Motor zusammengebaut werden. Wir haben es aber immerhin in diesem Jahr geschafft, das komplette Turbosystem zu bauen. An der Stelle nochmal vielen Dank an Tom für etliche Male nach Hannover kommen, mitbauen, schweißen und so weiter. Das heißt, das eigentliche Turbo, nicht Turbo-Projekt, Turbo-Kit ist eigentlich soweit fertig. Bis auf Abgasanlage, aber die bauen wir eh am Auto. Das heißt, wenn jetzt dieser, wenn ich wirklich den zusammengebauten fertigen V10-Motor da stehen habe, dann wird dieses Projekt so richtig in Fahrt kommen. Weil dann bin ich so richtig motiviert, das einzubauen, fertig zu machen, zu testen, den Schlüssel umzudrehen, Elektrik zu gucken, vielleicht das erste Mal Motor drehen zu lassen und so weiter. Bis dahin ist das aber weiterhin ein bisschen schleppend, weil wir brauchen einen fertigen Motor und dann geht's los. Coole ist, jetzt im Januar werden die Turbolader fertig. Das heißt, dann geht's wirklich langsam in die richtige Richtung. Es wird auch ein wildes Projekt noch, glaube ich. So, bevor wir jetzt mit Limo weitermachen, natürlich auch Mammutprojekt, was haben wir noch so an Projekten, was ich vielleicht vergessen habe? Wir haben auf jeden Fall für Volkswagen Nutzfahrzeuge mit Marius zusammen den Elektro T1 fertig gemacht. Das heißt, im letzten Jahr habt ihr ja die komplette Restauration mit Lackierung und so weiter gesehen. KTL, da haben wir ja Herrn Schwan kennengelernt, immer wieder ein Highlight bei ihm. Der ist jetzt fertig, wir sind mit gefahren. Das Projekt ist auch abgeschlossen. Wir haben euch elektrotechnisch ein bisschen was gezeigt. Batteriewerk, ich nenne es jetzt mal Antriebseinheitwerk. Wir waren in Wolfsburg und Braunschweig. Das haben wir auch begleitet. So, okay, das heißt T1 auch abgeschlossen. Jetzt kommt die nächste Sache. René, ihr kennt ihn ja, derjenige, der letztes Jahr noch so ein Rauschebart hatte. Auch ein Highlight aus diesem Jahr, der Bart ist weg. Ich war jemand, der vom ersten Tag an gesagt hat, mach diesen Bart weg. Ich werde den Moment nie vergessen. Wir haben Eugens Honda vorbereitet, um damit eine kleine Probefahrt nach dem letzten Event zu machen. Und René kam glatt rasiert wie ein 14-Jähriger rein. Und wir beide standen da so, Alter, wer ist das denn? Ja. So, aber sieht auf jeden Fall besser aus, auf jeden Fall so lassen. So, aber eigentliche Thema war, es hat sich eine Möglichkeit aufgetan. Firma SAR Turbotechnik in Paderborn hat gesagt, ey, wir sind Experte 2.0 TFSI, bringt uns den 7er GTD, wir bauen ihn um auf GTR. GTR nicht GT René, sondern GTR wegen GTR Motor, weil da ist jetzt ein R-Motor drin. Dieser R-Motor hat ein paar Upgrades bekommen, ist jetzt bei knapp 500 PS und fährt 8 Sekunden 100-200 und das fährt als Frontantrieb wirklich nicht schlecht. Ja. Wenn ihr jetzt Interesse habt, ich mache euch mal eine Infokarte rein, könnt ihr bei René auf den Channel gehen, da findet ihr die ganzen Videos dazu, weil dieser Umbau wurde von uns am Anfang und am Ende begleitet. Begleitet? Begleitet? Sagt man das so? Begleitet? Ja. Und zwischendrin hat René die Videos von den ganzen Details gemacht. War für uns jetzt nicht so der Zeitaufwand, aber gehört zum Team irgendwie trotzdem dazu, würde ich jetzt mal so sagen. So, also ich zähle nochmal auf. Marius Golf, Oma Golf, X-Bow, Abarth, Lambo, W7, T1, René. RS 125.
Nee, erst 125 haben wir eigentlich noch gar nichts gemacht, außer vorgestellt. Aber SKR, immerhin 40 PS gedrückt, der Roller. Ja. Das heißt, wir waren bei Tobi TMR, brutalsten Auspuff gezimmert. Oh ja, der war gut. Brutalsten Auspuff gezimmert und da kann ich auch so viel sagen. Projekt, man könnte eigentlich bei allen Projekten einfach einen Haken hintermachen, dass sie abgeschlossen sind. Für uns sind aber solche Projekte nie abgeschlossen, weil wir sind einfach Vollblut-Tuner und Schrauber. Das heißt, es gibt immer etwas zu tunen und genau das tun wir auch beim SKR gerade wieder. Der kriegt natürlich einen weiteren Upgrade, weil wir wollen mal gucken, dass wir das Ding noch weiter ausquetschen, ob da nicht noch was kommt. So, jetzt muss ich gucke einfach mal einmal ganz kurz aufs Telefon, ob wir da nicht irgendwas Wichtiges übersehen. So, das heißt, letzte Projekt, RS4 Limo. Wir mussten leider Anfang des Jahres das Auto komplett neu aufbauen, haben Januar, Februar richtig Gas gegeben. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, Marius, für die 1 Million Stunden, die wir an diesem Auto verbracht haben, in kürzester Zeit, nächteweise, damit das Auto auf der Messe, die ich vorhin angesprochen hatte, Bremen und Stuttgart, fertig KTL beschichtet steht. Dann haben wir uns das Mammutprojekt vorgenommen, Carbon-Seitenteile. Das hat es wirklich in sich gehabt, weil die Abläufe so krass waren. Das Auto musste erst Blech-Seitenteile bekommen. Diese Blech-Seitenteile mussten perfekt verzinnt und gespachtelt werden, dass Artium sie dann abformen konnte. Dann mussten sie wieder rausgenommen werden. Dann konnte das Auto erst ins KTL-Bad gehen und so. Und das alles in der Kürze der Zeit mit der räumlichen Trennung Hannover, Lübeck, Stuttgart war wirklich brutal, das war wirklich heavy. Da bin ich auch wirklich bis heute noch extrem stolz drauf, dass dieses Auto in Vollsichtcarbon jetzt einfach steht und auf den Zusammenbau wartet. Ja. Zusätzlich haben wir da auch Sachen, die ihr jetzt noch gar nicht unbedingt so seht, viel geschafft. Das heißt in Sachen Antriebsstrang, Antriebswellen, Achsen, Differential, Trockensumpf, Motorentechnik. Der Motor ist ja bei Vater-Sohn-Gespann David Motorentechnik. Da geht es jetzt auch massiv voran. Die haben auch nur noch auf ein paar Teile von mir gewartet. Das heißt, da wird jetzt die Kurwelle gewuchtet. Brutale Köpfe bei NG gemacht, brutale Turbolader bei TTE gemacht. Also da ist eigentlich von Teilen her 90% wirklich schon fertig. Das heißt, das Zusammensetzen sollte jetzt eigentlich recht schnell gehen. Hoffen wir es. Ich bin richtig gespannt drauf. Ganz viele haben mich auch gefragt, erst Limo oder erst Lambo. Mein Bauchgefühl sagt mir, Limo wird zuerst fahren. Mein persönliches Ziel 2021 ist, sollte Wörthersee stattfinden im Mai, dann verspreche ich euch, hiermit wird das Auto da fahren. Das Ding wird auf Achse am See fahren. Wenn der Wörthersee stattfindet, werden wir alles geben, dass das Auto dort wieder rollt. Wahrscheinlich nicht mit 1500 PS, aber es wird auf jeden Fall satt Leistung haben und wird auf jeden Fall fahren. Natürlich Projekt RS4 Limo nicht abgeschlossen. Das heißt, auch da haben wir so viel Content fürs nächste Jahr, dass es da auf jeden Fall auch nicht langweilig wird. Ja, ich würde sagen, das reicht schon fast. Haben wir wieder jede Menge. Jetzt würde ich nur dich einfach nochmal kurz fragen, was waren deine Highlights vom Jahr? Meine Highlights habe ich ja eigentlich schon ein bisschen preisgegeben. Heißt, maximale Highlight war definitiv dieses Video Limo Veröffentlichung. Ja, das war cool. Noch ganz frisch. 36 Stunden Zeit, dieses Video fertig zu machen. Auch da. Ja, fertig machen heißt halt wirklich von fahren zum Messegelände bis zu das Video hochladen. 36 Stunden, das war wirklich. Also mit Film, mit alles drum und dran. Das war ein Highlight. Gibt es keine andere Karosse, die gleich kommt. Es gibt kein Auto, wo ich so viel Herz und so viel Mühe und so viel Zeit reingesteckt habe wie dieses Auto. Ich habe bisher noch keine Karosse gesehen, die irgendwie vergleichbar wäre. Die letzten Monate waren sehr hart. Ich
liebe es immer, ne? Ich gebe immer alles und die neue Karosse ist auf jeden Fall perfekt geworden. Also ich kann das eigentlich nicht in Worte fassen. Also die Leute müssen es einfach sehen, wie das in live aussieht. Wir wollten nicht nur das alte Auto wieder aufbauen, sondern wir wollten unbedingt noch einen draufsetzen. War auf jeden Fall auch an der Stelle, ich habe es mir wirklich vorher nicht angeguckt. Also es war sogar so wenig Zeit, dass ich noch nicht mal einmal rübergeguckt habe, sondern wirklich blindes Vertrauen lad hoch. Und wir haben es uns sogar erst angeguckt, als es schon, also ich behaupte, es gibt Leute, die haben es vor mir gesehen. Ja, gibt es. 100%. So. Wir haben es ja erst auf YouTube dann quasi genau. Angeguckt. Wir haben es hochgeladen und erst als es 10, 15 Minuten online war, haben es wir zu dritt mit Marius einmal angeguckt und wirklich geil. So, das war definitiv mein Highlight. Plus natürlich Abarth Bilster Berg, diese Chance. War genauso für mich wirklich ein Highlight. Das hat mir wirklich richtig, richtig Spaß gemacht. Das will ich schon sagen, war dieses Jahr. Plus noch ein Highlight für mich dieses Jahr war einfach die gesamte Teamarbeit. Deswegen jeder, der sich jetzt irgendwie angesprochen fühlt, nochmal vielen Dank für alles. Hat alles geklappt, sei es, dass wir regelmäßig die Videos fertig hatten. Deswegen nochmal René und Maxi, vielen, vielen Dank für das Jahr. Sehr gerne. Sei es alle Partner und so weiter, hat alles brutal funktioniert, sonst hätten wir es mit dieser Crew auch gar nicht geschafft, dieses Pensum zu liefern. Ja, die 152 Videos oder was? Ja. So, okay, und jetzt zu deinem Highlight? Ja, wie schon gesagt, auf jeden Fall Bilster Berg. Alles drumherum, nicht irgendwie was Bestimmtes. Du kennst das halt irgendwie von anderen Rennstrecken und so, aber für mich war so... Bilster Berg. Mhm. Ich bin einfach komplett geflasht. Rennstrecken-Fan. Ja, ich bin immer traurig, wenn ich es nicht schaffe, mitzukommen an den Tagen. Weil das ist wirklich so einmal im Monat irgendwie Highlight. Ja, ja. Dann halt auch mal mit dem eigenen Auto drauf und so. Also es war schon viel, was dazugehörte. Da auch, wie gesagt, vielen Dank an dich allgemein, dass sowas alles überhaupt möglich ist und ich da die Möglichkeiten habe. Und dann an sich noch Late Night Lausitzring fand ich tatsächlich auch extrem geil, weil nächste Thema, so Viertelmeile bzw. halbe Meile auch. Ich war das erste Mal auf so einem Event mit, dann diese Akustik vom Lausitzring mit diesen Tribünen und so. Da war ich auch erstmal, stand ich erstmal sprachlos da, als die ersten Autos da gestartet sind. Okay, ich merke, du feierst so eher diese Rennstreckensache, die Emotionen auf so einer Rennstrecke. Ja. Jetzt kommt dazu, ich kenne keinenjenigen, der sich Formel 1-mäßig so gut auskennt wie der Kerl. Er guckt wirklich alles. Das heißt, nächstes Jahr müssen wir auf jeden Fall mal zur Formel 1. Das ist leicht. ging dieses Jahr auch nicht so einfach, weil halt Corona-Blase und so weiter. Ja, das waren so meine Highlights auf jeden Fall. Ist auch einfach Lausitzring, wenn du da hinkommst, da in der Nacht Viertelmeile gefahren wird mit den Tribünen und Tribünen, ist halt auch wirklich pervers. Ne? Ja, das war schon cool. Ich würde sagen, in diesem Sinne. Das war 2020. 2021 kann einfach nur noch brutaler werden. Hab auch im Gefühl, dass wir auf jeden Fall noch mal einen drauflegen. Weil die ganzen krassen Sachen kommen jetzt ja erst noch, wenn erstmal Limo wieder fertig ist, Lambo fertig ist, Oma Golf, Marius Golf, das wird wirklich... Wir müssen mal gucken, dass wir ein Jahr hinbekommen, wo wir ein bisschen weniger schrauben und dafür gezielt mehr fahren. Das ist so mein Ziel und dann kann es nur gut werden. Deswegen, in diesem Sinne, ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut rein, bleibt gesund und 2021 machen wir genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Nur krasser. Nur krasser. Bevor wir jetzt aufhören, muss ich Maxi leider einmal kurz vor die Kamera setzen und muss auch Tschüss sagen. Warum? Okay, tschüss.